Ich drück mal den. Aha. Ich komme mal zu euch Ach, rüber. das ist die Kugel, die wir brauchen. Das ist die Kugel. Up, down. Jetzt hier. Nee, Einfach das ist nicht hoch. die Kugel. Dafür ist nämlich viel zu groß. Das Ding ist Ach noch nicht auf so. der Höhe. Das ist ein Greifarm. Open, close. Aha. Aber was bringt der rote Knopf? Was bringt der Laserstrahl überhaupt? Der zeigt an, wo der Kalle genau steht. Ach so, das Der muss jetzt halt rote Knopf macht runterführen. sie auf. Ah, und jetzt runter damit. Ja. Ich greife nur den Modi. So. Und jetzt Und. wieder zu. Und hoch damit und zu uns rüber. Einfach Naja, ich zurück. glaube eher ins Feuer. Meinst du? Ja, würde ich auch sagen. Weil das Ding ist viel zu groß, als dass es für den Ofen gedacht sein könnte. Wenn man es so maßstabsmäßig mit den anderen vergleicht. Also ich könnte das jetzt zu uns rüberholen. Ich glaube nicht mal, dass es so weit geht. Wir versuchen es einfach mal ins Feuer. Noch ein bisschen nach Noch ein bisschen nach vorne. vorne. Und noch ein bisschen nach links. Und Stopp! nach vorne. Nach vorne noch. Ja. So, jetzt Und öffnen. open. Okay. Gang richtig. Und jetzt? Ah, Müsste. das Teil. Aha! Jetzt ist was für uns. Nimm's mit, Prof. Komm schon, das schaffst du. Ich bin dann schon Auf mal zurück. geht's. Juhu. Jetzt nicht runterfallen. Na, wenn, dann War spawnt ja nicht eh wieder da geplant. hinten. Dann hast du das Teil nämlich nicht mehr mit. Haben wir jetzt schon alle Teile oder ist das jetzt erst das Nein, ich habe zweite? meinen Weg Eins fehlt aufgegeben. noch. Aber du hast ja deins schon geschafft, das ist ja. Oder war das das Ja, hier? meins liegt ja Ich hier. glaube, das muss jetzt Da da rein gucken zu wir dem mal, was Radio. passiert. Pack das mal zu dem Radio. So. Und Action. Reiner. Und Jetzt. ich bin gespannt. Tschüss, Radio. Das Radio glitscht auf jeden Fall. Immerhin, die Kugel Okay, haben wir nichts bekommen. passiert. Das Ja, ich Radio. leg's Dann mal zum schmeiß anderen endlich Ding. mal Da rein schon. Macht die Kugel zufällig irgendein Geräusch oder spricht Also die eine. Kugel oder? Ah, ja. Nein. Was? Auf geht's da rein mit den Das ist jetzt Dingern. das Radio Ach ja. drin. Ich habe die Kugel. Jetzt brauchen wir nur noch Okay, den wir müssen Sockel erst und dann können wir das zusammengesetzt pressen. werden. Dann können wir das Oh, hör pressen. immer noch das Zahnrad. Yay. Ja, Das ist wirklich der lustigste Teil von den dem ganzen Sockel. Ding. Den Sockel brauchen wir. Joystick. Jo. Ich weiß nicht, was da immer passiert, aber da fliege ich immer irgendwie rum. Licht aus, Licht an. Licht aus, Licht an. Licht aus, Licht an. Okay, es funktioniert auf jeden Fall so, wie ich das dachte. Nur hätte ich vielleicht besser springen müssen. Ich komme zu euch. Spart man sich Ich zumindest mal versuch's dabei. zumindest. Ach so, da muss ich mich dranhängen. Ich Entweder hänge. das oder übers Zahnrad hüpfen. Ich hänge. Und du? Hänge ich weiter oder was? Ja. Ach, du hängst? Ich habe gerade versucht, da übers Zahnrad zu springen. Was das hier soll, verstehe ich immer noch nicht. Es fliegt immer Und irgendwie rum. da wäre ich. Hi, Prof. Tschüss. Ich glaube, ich muss jetzt warten, bis du wieder zurückkommst, oder was? So, Was ist auf dem los? Zahnrad wäre ich. Modi, gemeinsam. Hops. Und nach oben. Das müssen wir hier ein bisschen abwarten. Ich glaube, du musst dich nicht so festklammern. Das geht auch so. Ich bin hier schon runtergefallen, deswegen. Ach so. Hier gibt es eine Flamme. Da muss, glaube ich, das Ding dann rein, wenn es fertig ist. Nein, muss es nicht. Die ist einfach nur Deko. Ich war ja schon knapp vorm Ende bei Uah! diesem Parcours. Verdammt. Ich bin runtergefallen. Ah, und bei mir leckt, ich bin gerade daneben gesprungen. Du leckst schon wieder. Die Hi, Leiter wird Mordi. ausgefahren. Gott sei Dank! Sehr gut. Da wartet aber immer noch das Schwerste des Levels, oder? Da haben wir dann schon den Sockel. Müsste ja kurz danach sein, oder? Ich bin gerade ins falsche Level Nach gekommen. der Leiter müsste es ja nicht mehr viel sein.
Eigentlich. Hoffentlich. Nach der Leiter muss man halt noch festhalten. Das war ja das Schwerste. Und dann noch über ein paar Zahnräder hüpfen, die sich teilweise dann doch recht verdammt drehen daneben. Und dadurch dem Sprung etwas Speed ungünstige geben. Energie geben. Und verlangsamen können wir die nicht, oder? Ist da nicht was? Irgendwie. Verlangsamen können wir die Zahnräder nicht. Nee. Vielleicht, wenn wir alle drei dranhängen. Hat ja schon mal bei irgendwas funktioniert. Ich glaube hier nicht. Jingle Bells, Jingle Bells. Ach, hier wird noch rübergefahren. Jingle all the way. Ich bin schon in Weihnachtsstimmung. Ajo, warum auch nicht? Und wie geht's jetzt hier weiter? Verdammt. Das war knappe. Ja. Das war eine knappe Sache. Da drüben liegt das Teil. Das Teil ist viel zu weit weg. Oh, drauf hat das Teil. Nein, habe ich nicht. Okay, und deine Kugel muss. Aber es ist schon in Sichtweise. Es ist schon in Sichtweite. Ich hab's erwischt, endlich diese Mistkugel. Das letzte Mal bin ich dran vorbeigeflogen. Bist du schon in der Nähe oder was? Ich hab's. Ich hab das Teil. Das Teil oder nur eine Kugel? Das Teil. Ach, sehr gut. Dann bring's runter. Gleich. Dann bring's nach unten. Hast du es nach unten gebracht? Ja. Okay, ich komm zu dir. Ich bring mich um. Ich fliege auch. Ich komme. Hallöchen. Und einmal pressen. Sehr schön. Da haben wir die beiden, da haben wir die drei Teile zusammen. Endlich. Endlich. Jetzt bin ich aber gespannt, was mit dem Hebel passiert. Dann haben wir gleich, dann haben wir noch so ein Areal, was wir machen müssen. Dann haben wir gleich noch so ein Rätsel. Wahrscheinlich kommen noch drei oder so. Spannung. Spannung. Ein Hebel. Und jetzt hängt der Hebel in der Decke. Und nope, Gott sei take Dank the Hebel. Take the lever. Modi. Wir schauen dir gespannt zu. Oh. Oh. Und nu? Habe ich ihn gleich was gedrückt du? Oder was? Ja. Scheint so. Oh. Sag ich nope. Doch. Modi. Hier geht's runter. Es geht runter. Zu einem nächsten Rätsel. Hier geht's nope, weiter, ein oder? Portal. Nein. Ein Portal in unendliche Welten. Oh Gott. Hui. Oh, ab in den Nether. Durchs Nether-Portal in den Nether. So wie ich in Minecraft auch noch immer mache. Oh. Wenn man runterfällt, wird man wieder durchs Portal. Wenn man durchs Portal. Wenn man runterfällt. Wenn man hier runterfällt, wird man wieder durchs Portal genettert. Genevert. Ja. Ist eine gute Bezeichnung dafür. Okay. Also noch ein Rätsel oder was? Das ist ja scheiße. Aber diesmal ein richtiges Rätsel. Ich ziehe Nebel. Au. Kannst du das Ganze mal ein bisschen verlangsamen oder zum Stehen bringen? Ne, das ist doch jetzt echt nicht schwer, da musst du doch teilweise nur laufen. Was bringt denn der Hebel? Ich glaube, der öffnet irgendwas auf der anderen Seite. Ja, das Ding oben. Ah, das ist das. Das müssen wir so einstellen, merkst du, Prof. Das eine ist. Ich kann doch einfach halten. Das müssen wir dann da unten eingeben. Jetzt müssen wir darüber und dann müssen wir das dort eingeben. Ja, das ist darüber. Das eine ist eine. Das letzte muss eine. Das letzte muss eine Uhr werden, also eine. Eine Sanduhr. Das habe ich mir schon gemerkt. Ja, und ich hab die anderen beiden. Das müssen wir uns merken. Ich drück nicht mal eine Taste und dreh mich nur um und er fällt runter. Ich bin auf der ersten Plattform. Bei Sprüngen meistens am Boden fest. Ich bin auf der ersten Plattform. Oh Gott. Modi geht darüber und löst das Rätsel für uns. Ja, ja, schon dabei. Ich komme wahrscheinlich nicht bis rüber. Ah, ich fall schon wieder runter. Und immer wieder durchs Portal. Diese Geräusche, die das Portal macht. Gott sei Dank habe ich die nicht. Ich schon. Wieso? Das Geräusch ist nicht aggressiv oder sowas. Aber es nervt schon ein bisschen. Wenn man öfters schwierig. Durchfällt. Shit ist ein angemessenes Geräusch für ein Portal. Soweit ich das als Portalkenner beurteilen kann. Das ist doch was.
Hast du so viel Portal gespielt oder was? Natürlich. Ich hab's nur in einem kurzen Netztest gemacht. Ich hänge. Portal habe ich nur ganz kurz gespielt. Oh, ich hänge hier an einem. Ich bin an einem Zwischenteil. An einem, okay, ich hab's. Ich bin. Ah! Hast doch Rätsel gelöst. Öffne die Tür und lad den Checkpoint. Oh, großer Gott! Hol den Checkpoint, Modi. Sonst kommen wir niemals rüber. Das sehe ich mir weiter an. Ich sehe nicht, was du siehst. Prof left the game, was? Was? Hast du einen Checkpoint, Modi? Nee, hast du nicht. Ich sitze hier entspannt. Ich esse ein paar Nüsse und ich gucke euch zu. Ach Mensch. Dann gucke ich jetzt auch gut. Zu. Obwohl, ich bin auf der falschen Seite. Jo. Ich bin doch auf gar keiner Seite. Also Checkpoint. Nice. Ach du Heiliger. Ja, genau meine Reaktion. Was zum Henker? Nein. Ich weiß absolut nicht, was man hier machen soll. Verbrennen. Ist doch logisch. Auf geht's, verbrennen. Burn. Ach so, man muss ja an dem Ding festhalten, oh Gott. Ach so. Was? Was ja. Was zum Henker? Okay, ich hänge mich an so ein Teil. Meine Reaktion. Ich hänge mich an so ein Teil. Na komm, vielleicht passiert was. Ich glaube schon. Ah. Nein, nix. Oh, verdammt. Ach so. Das müssen wir machen. Ah, okay. Das ist ja blöd. Das ist ja seltsam. Ich stehe hier mitten im. Ich werde verbrannt. Und ich komme nicht durch die Felsen. Komm schon. Na komm. Oh. Ich halte mich fest. Darüber. Oh Gott. Was zur Hölle? Hilfe. Also was zum Henker? Ich kann sagen, das Level ist sehr kreativ. Auf jeden Fall. Die Felsen. Ah, oh, ich hab das Ding neben mir. Nice. Ich komm rüber. Ich komm rüber. Jetzt hab ich die Dreiecken. Okay, ich bin gleich drüben. Wir sind gleich drüben. Ich bin gerade verbrannt bei den Dreiecken. Ja. Wir haben uns blockiert. Ich hab's, ich bin gleich drüben. Ich bin drüben. Und runter hier. Nein! Ich bin gestorben. Kacke! Nein! Verdammt! Ich bin zu weit gefallen. Ich bin daneben gefallen. Dass man die Bälle wenigstens wegschieben kann. Und festhalten. Und hoch. Wie mein Hintern da gerade so quer drüber hing. Ja. Und ab. Okay, sollte ich hier jetzt nochmal sterben, dann werde ich mal was versuchen. Ich guck mal, ob man sich mit der Felsen was Ding einfach wegschieben kann. Die Felsen sind mir im Weg, Nein! Die verdammten Felsen. Wurde gemanscht. Ich wurde gemanscht! Nein! Und ich wurde weggeschleudert! Nicht manschen. Ach nein, jetzt sind schon wieder diese verdammten Felsen im Weg. Ha, verdammt! Kurz vor knapp verpasst das den Scheiß. Ah, hi Prof. Hallo. Hier kommt gleich das andere, der andere Greifarm. Na, wollen wir es doch hoffen. Ah, verdammt, ich werde gleich verbrannt. Die Felsen sind im Weg. Verdammt. Oh, ich hänge an dir, Prof. Ich hänge am Prof. Nein, ich bin zu weit. Was ist gerade passiert? Warum hast du losgelassen? Keine Ahnung. Er hat mich losgelassen, wurde einfach nur noch weggeschleudert. Ich wollte nicht unter dir zerquetscht werden. Ich hing nämlich unterhalb des Dings. Ich bin wieder blockiert. Ey, so fett bin ich auch nicht. Ach, die scheiß Felsen hier. Safe Point, gib mir Safe Point. Safe Point. Verbrenne! Bist du drüben drauf? Perfekt, nochmal ein Safe Point. Ah, ich verbrenne. Oh, ich bin drüben. Ich bin bei Prof. Der Safe Point hat geklappt. Oh, und ich bin verbrannt worden. Da komm rüber. Oh. Ja, immerhin bin ich jetzt bei euch. Was passiert denn hier? Keine Ahnung, aber ich würde mal behaupten, ich werde verbrannt. Yay! Woo! Und hier fallen lauter Boxen runter.
Können wir vielleicht mitnehmen. Und hier ist ein Gerüst. Ja, die können wir mitnehmen. Wir können die Box mitnehmen. Ah, okay. Da musst du wahrscheinlich, da überall hoch und die Knöpfe drücken. Bzzzt. Ist eine Elektrobox. Okay. Die hängt fest. Ja, ich glaube, die müssen wir auf das. Ich glaube, die müssen wir auf das eckige Feld hängen. Fest. Feld. Ich kann nicht mehr reden. Na, mach hier auf den Knopf drücken. So. Runter damit. Zu zweit. Alle guten Dinge sind zwei oder so ähnlich. Ah, und da müssen wir jetzt die. Was zum Henker? Ich darf da jetzt nicht festhängen oder was? Was zur Hölle löst das aus? Ich glaube Metall. Zeit. Vielleicht ja. Metall, wenn du an die Stäbe kommst. Ich würde eher sagen, es passiert einfach nach einer gewissen Zeit. Und das Ding müssen wir dann einfach auf die. Wir müssen das wahrscheinlich ganz schnell auf diese Vierecke dort stellen. Hier lang, Modi. Ja. Hier hin. Ja, sie ist wieder. Der wird nichts. Vielleicht sollten wir uns nicht gegenseitig blockieren? Das wäre vielleicht grundsätzlich. Aber keine in der Reichweite. Am Anfang. Ich habe hier ein Dings. Oh, das sieht nice aus. Ich habe hier ein Brett. Wofür können wir das gebrauchen? Zum nicht im Weg rumstellen lassen. Und das andere werden wahrscheinlich die beiden Knöpfe oben sein. Mhm. Oder? Nehme ich. Oder nochmal solche Dinger. Vielleicht können wir nochmal solche Dinger auf. Ja, Modell. Das Ding. Respawnt einfach nur. Na komm. Ach so, hast du jetzt weggemacht. Oh Mann. Na dann. Oh, der hat auch nicht funktioniert. Ich beobachte das Ganze sehr aufgeregt. Ja, ich kann nicht mehr reden. Das hat nicht geklappt. Oh, so knapp. Der war nicht vernünftig drauf. Na, ah, scheiße. Auf die Plätze, fertig und los. Komm, Prof, komm, Prof, komm, Prof. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Nice. Der hat's. Perfekt. Und das nächste. Das vielleicht. Okay, und wie? Hier können wir irgendwie raufklettern. Vielleicht bringt's eins von den Dingern. Vielleicht müssen wir einfach die Bretter als Rampen benutzen, damit wir hochkommen. What the fuck? Mhm. Okay, das bringt's nicht. Ich glaube, das ist. Nein. Das ist kein gewolltes Ding. Das nutzloses, schön aussehendes Schmuckschlussfach. Ah, okay. Jetzt bauen wir da vielleicht ein größeres Brett, um da hochzukommen. Da kommst du auch so, dann brauchst du das Brett nicht für, Prof. Da brauchst du kein Brett. Ich bin nicht hier in der Nähe. Na, dann war das wohl Modi. Ja. Mhm. Was zur Hölle? Was wie. Da oben ist ein Knopf. Ich stelle fest. Da, auf der anderen Seite auch. Auf der anderen Seite ist ja, auch wie ein gesagt, Knopf. Die müssen wahrscheinlich beide drücken. Vielleicht. Nein. Jetzt habe ich das Ding resettet. Ja. Da denkt sich so ein Krebs von Parkour aus. Ich hatte die Idee, dass wir uns vielleicht eine neue. Ich hatte eine Idee, dass wir vielleicht eine Box neue resetten und die dann dort hinstellen, damit wir dann hoch können. Das haben wir doch schon probiert. Ich versuch's mal mit der Box. Vielleicht krieg ich dir darüber gestellt. Ich versuch's mit dem Schwingen. Da komme ich schon hoch. Nee, das war wohl nix. Knapp. Was für ein beschissenes Devil. Also es macht schon Spaß, aber es ist irgendwie. Es ist beschissen. Dann doch ziemlich. Na, es ist wahrscheinlich nicht mal schwer, aber man weiß halt nicht, was man machen muss. Na komm, du stehst doch schon da drauf. Verdammtes Ding. Stand schon auf dem Viereck. Scheint wohl nicht geklappt zu haben. Dritter Versuch. Wird halt typisch First Try. Also halb oben bin ich schon. Yep, First Try beim dritten Versuch.
keinen Plan, was wir hier machen sollen. Ja, ich auch nicht. Wie gesagt, ich versuche mich jetzt einfach hoch zum Knopf zu schwingen und zu drücken. Ich werf mich einfach ins Feuer rein. Vielleicht bringt das was. Nein, das bringt tatsächlich nichts, sich zu verbrennen. Ach, wie unerwartet. Darüber sollten wir ein Paper schreiben. Ein Panama-Paper? Paper, eine genau wissenschaftliche das. Ausarbeitung. Einfach eine Doktorarbeit darüber. Was? Wieso Selbstverbrennung nichts bringt. Spontane Selbstentzündung. Die hingegen? Was ist mit der hingegen? Ja, die ist schon recht nett. Ja, würde ich auch sagen. Sorgt für spaßige Ergebnisse. Passiert ja meistens. Und ist der Hingucker auf jeder Party. Wobei passiert auch, glaube ich, meistens, wenn irgendwelche Alkoholiker im Bett rauchen. Oder das war doch so. Aha. Keine Ahnung, hab mich noch nie so wirklich mit einer Selbstentzündung beschäftigt. Ich hab mich noch nie selbst entzündet. Also ich habe mich damit wirklich beschäftigt und ich glaube, es war so, dass es meistens passiert, wenn halt noch irgendwie Restalkohol im Körper ist, beziehungsweise immer halt drei Flaschen Wodka weggekippt hat und dann eine raucht. Also ich muss sagen... Was nennst du Restalkohol? Das ist mein Frühstück. Was? Also ich muss sagen, ich habe mich noch nie selbst entzündet. Weder spontan noch unspontan. Weder spontan noch geplant. Ja. Ich versuche jetzt hier mal so eine Latte aufzustellen. Was ist hier? Ich bin fast oben bei den Sprengköpfen. Sprengköpfe? Das sieht zumindest so aus von hier, Raketen. Dann solltest du sie vielleicht ins Feuer werfen. Ja, auf jeden Fall, ist eine gute Idee. Wahrscheinlich endet das Level mit einem Knall. Ja. Hup, zack, ich bin hier oben. Fast. Kann man immerhin als Titel sagen, in diesem Video wird geknallt. Ja, aber ob das so gut ankommt bei YouTube, ich weiß ja nicht. Solange nicht gebumst wird. Ja, die Titel machen ja schon einiges aus. Ja. Naja. Wie das nächste. Monetarisiert ihr? Würde ich, wenn es gehen würde. Kann man ja erst ab 1000. Ab 1000, ich dachte, wir haben es wieder auf 10.000 hochgesetzt. 1000, 1K Abonnenten. Okay, hier kann man theoretisch hochkommen. Man ja. Prof. Ich hab's fast. Hier, wo ich bin, kann man unter Umständen. Wenn die Umstände günstig sind. Aber ich wüsste halt nicht, wie. Man könnte vielleicht eine Latte hier mit hochnehmen und die Latte dann halt hier dort. Ja, das war ja meine Idee. Aber was bringt das dann? Also, und man kriegt die Latte ja hier nicht hoch. Also, das wäre ja dann. Ich verstehe es nicht. Muss man die Level eigentlich selbst schaffen, damit man sie hochladen darf? Ich bin mir ganz ehrlich nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich nämlich auch nicht. Ich glaube nicht. Wir haben ja schon mal ein Level hochgeladen. Das Vulkan-Level, das haben wir nicht zu Ende geschafft. Ach ja. Das habe ich trotzdem hochgeladen. Das ist ja oder kein. Diese ganzen asiatischen Dinger. Das haben wir ja auch nicht geschafft. Muss man das schaffen? Was? Also wenn. Die Aussage war jetzt als Workshop-Inhalt hochladen. Nicht als Video. Ja, man muss es, glaube ich, selbst schaffen. Das würde ich schon sagen, dass man es. Na, andererseits, das hier ist nicht Mario Maker. Es ist nicht Mario Maker, ja. Ey, selbst ein Spiel für die PSP damals, Practical IQ, hatte so ein System drin. Also ich glaube, das Level musste. Also ich glaube, das Level ist schaffbar. Ich glaube es auch, aber wie gesagt, ich habe jetzt die Cheat-Technik hier benutzt. Also die Frage ist, wie schaffbar. Ich nehme mich auch an einem Rohr hoch. Der Schwierigkeitsgrad, also wenn wir gerade von Mario Maker reden, das Schwierigkeitslevel kann natürlich verschieden sein. Man kann es trotzdem geschafft haben als Ersteller, aber das muss nicht heißen, dass es. Nein! Modi, das muss noch lange nicht heißen, dass es irgendjemand anders schafft.
wenn es denn der Erste noch hinkriegt. Modi ist fast oben. Na komm, schaffst das, Modi? Ich hab's geschafft. Betätige den Knopf. Hab ich. Was bringt das? Ich weiß es nicht. Ich höre etwas, aber ich sehe nichts, weil ich selbst mit Schwingen beschäftigt bin. Ich sehe auch nichts. Was tut das? Ich bin hier oben und ich sehe nichts. Ich bin hier unten und sehe nichts. Dreh mich mal um. Nischt. Hier ist nichts passiert. Oh, hier ist eine zweite Plattform aufgetaucht. Wo? Also wo? Eine zweite Stelle, wo man so eine zweite Stelle, wo man sich Boxen holen kann. Direkt wo? Nebenan. Stehst daneben, Zwergi. Okay. Und da kann ich mir jetzt. Ah, das ist ja leicht. Ich mach mich an die zweite Seite. Dann mach das mal. So. Wobei das hier. Eins, da kann zwei. Ich ein abkürzen, das ist angenehm. Also zwei von was? Drei Plattformen haben wir schon. Ja, wenn man schaffen würde, natürlich nur. Okay. Zwei Drittel haben wir schon geschafft von diesem Rätsel. Man weiß, was und danach dann kommen noch wahrscheinlich kommt. Noch mal drei. Dann kommen nochmal drei Rätsel. Bitte nicht. Wir sind hier schon fast eine Stunde dran beschäftigt. Ich will das Ding jetzt hier endlich mal schaffen. Ich nehme einen Sprengkopf und werf den einfach ins Feuer. Vielleicht löst das das ganze Problem. Unser Problem auf jeden Fall. Ich kann es nicht. Mist, hier ist zu wenig Platz zum ordentlichen Schwingen. Rein damit. Ich habe an der Stelle auch schon probiert. Ich kann das. Das kriege ich schon hin. Okay, den Sprengkopf kann ich nicht ins Feuer werfen. Kann mir vielleicht jemanden Goldbarren runterwerfen, dann kann ich mich da drauf stellen. Vielleicht reicht das, vielleicht klappt das ja. Wenn ich ein bisschen höher stehe. Dann nehme ich mir so ein Ding. Oh, Modi, du stehst da gerade sehr gut. Die Latte hochgeben? Wenn du mir einen Goldbarren runterwirfst, dann Eisenbarren. Ich weiß nicht, ob man die. Ja, kann man tatsächlich bewegen. Vielleicht kann ich darauf stehen. Modi, hier. Ja. Hast du es? Nein, überhaupt nicht. Ich kann nicht, höher wird's, glaube ich, nichts. Du müsstest es an der Längsseite heben. Ich versuch's. Ich stehe auf der Plattform. Das ist gut, bleib stehen. Ja. Bleib stehen. Ah, alles klar. Ja. Haben wir einen dritten? Drück den Knopf. Dann haben wir einen dritten. Nee. Da kommt ein dritter. Da kommt ein dritter. Ich hab's natürlich jetzt so blöd gemacht, dass wir das rumtragen müssen. Aber gut. Das kriegen wir hin. Schwaches Herz. Einmal ums Eck drum. Nein, 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 nein. Das wird nix, das wird nix, das wird auch nix. Ich respawn einfach die Kiste hier. Kacke. Ja, dann trag du das mal dorthin und ich das dorthin. Präzise Wegbeschreibung. Oh no, oh no. Ah. Gerade so. Das ist, glaube ich, schaffbar. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, das wird nichts, das wird auch nichts, nein. Ich versuche. Genau was geworden. Knapp daneben. Dann reset mal. Na, Prof. Und nach rechts, und nach rechts. Und hinstellen. Das war knapp. Und nun? Und was ist jetzt passiert? Oh, da kommt irgendwas. Es das kommt. Fährt auf. Oh. Da ist der Weg. Da wird ein Weg frei. Nächstes Portal. Oh nein. Nein, nicht, 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 nicht. Und wie kommen wir da rein? Oh, Modi kommt da rein. Modi, spring hinein. Bitte lass es das Ende sein. Oh nein, da ist eine Plattform oben. Na. Tja. Warte auf uns, wir kommen hinterher. Das Ende. Ja. Es ist das Ende. Es ist das Ende. Nice. Geschafft, das Level. Hart, aber gut gemacht. Ab in die Lobby. Ja. Ab in die Lobby. User Interface aus. Haben wir es geschafft. Nice, nice, nice. Das war ja mal, das ist. Oh, das war ja mal ein Level. Ja, das war. Das es ist war auf jeden Fall ein Level. Ich nehme das braune Schwert. Ich schalte dich aus. Ich nehme mir das gute Schwert. Oh, ich hab das Level sowas von unterschätzt. Ich hab mir das angeschaut und hab gedacht, das schaffen wir in einem. Das haben wir,
Das beide erwischt. Ich dachte, das schaffen wir in einer halben Stunde und dann haben wir das fertig und dann können wir noch ein zweites Level angehen. So viel dazu. Ha, den Prof habe ich erledigt. Ja, jetzt spielen wir noch ein paar Minuten hier in der Lobby rum. Ja, so habe ich auch so eine interaktive Lobby und dann ausgesucht. Mein Arm ist ein bisschen... Hui! Ich bin Luke Skywalker. Ich hab zwei! Motherfucker. Hui. Verdammt! Hat nicht geholfen! Ich bin so froh, dass sie bei Star Wars nicht die Namen verdeutscht haben. Lukas Himmelwanderer. Das wäre geil gewesen. Nein! Die Abenteuer von Lukas Himmelwanderer. Das ist jetzt schön, wie sich hier überall die Laserschwerter. Das wäre es gewesen. Ja. Der dunkle Fürst. Mein Lichtschwert. Autsch. Die heißen übrigens Lichtschwerter, nicht Laserschwerter. Ich weiß. Laserschwerter ist der falsche Begriff. Lichtschwert. Mordi, wo bist du? Ich komme und hol dich. Ein Stein. Oh. Jetzt sind, glaube ich, alle Lichtschwerter hier rüber. Ja, super. Ah, verdammt. Verdammt! Ich bin in mein eigenes Schwert gelaufen. Ja gut, jetzt sind sie alle versammelt hier. Oh stimmt, das Blaue ist ja auch mittlerweile hier drüben. Ja, das habe ich rübergeholt. Ich habe lange nicht mehr Star Wars geguckt. Ich finde es aber schön, dass er halt wirklich das verlangt hat, dass die ihm das auf den Griff schreiben. Was denn? Bad Motherfucker. Ernsthaft? Ja. Hm. Er wollte ja auch nur Lila haben, damit er immer in den Massenszenen weiß, wo er gerade ist. Ja. Sofern er wirklich da war. Gemeinsam gestorben. Na komm, hä, Prof? Nein. Ich umarm dich gerade mit dir. Er hat versucht, mich anzugreifen. Ich hab Prof, ihn gegriffen und in Prof, du Cheater! Prof, du Cheater! Ich hab dich mit dem Laserschwert umarmt. Du bist das nicht gestorben. Immer! Ich nehme den Prof von hinten. Ja. Es klappt ja hervorragend. Du kannst mich nicht töten. Ich hab den Schwert. Ich hab ihm das Schwert abgenommen. Ich hab das Laserschwert. Ich hab das Laserschwert. Das war ja spitze. Das Laserschwert steckt in meinem Bein fest. Hilfe? Ich wollte jetzt eigentlich Schluss machen. Autsch. Au. Ich hab grad zwei endlich gegriffen bekommen. Ha. Jetzt läuft's für mich ziemlich gut. Jetzt höre ich nicht mehr auf. Jetzt läuft's gerade sehr gut. Modi. Ha, den Prof habe ich. Hab dich auch noch erwischt. Okay. Alles klar. Beenden wir das an dieser Stelle. Haut da rein. Haut da rein. Ciao, ciao.